schon viel zu langsam. Er fährt 20, 30, 30. Haben wir jetzt nicht gesehen. Die brauchen die Geschwindigkeit, die brauchen eine gewisse Verzögerung und die Bremsung muss so und so lange dauern. Und die Verzögerung kriegen wir durch das viele Wasser hier nicht immer hin und deswegen geht die Linie nicht an. Haben wir schon mal. Meistens haben wir es allerdings bei so 250er plus 3. Haben so alle das Gefühl jetzt für so eine Notbremsung gekriegt? Im Vergleich zu den ersten Bremsungen? Ja. Super. Dann wechseln wir den Untergrund. Ich sage da gar nichts zu. Unterschiedliche Untergründe kennt jeder, gibt es draußen, können wir nachher darüber sprechen. Wir gehen, wie gehabt, einfach durch die beiden, durch das erste Tor, also bitte 50 km/h, durch das Tor, wirklich durchfahren, nicht vorher bremsen, das müsst ihr immer die Plane ziehen. Durch das Tor, Notbremsung bis zum Stillstand. Es wird so sein, dass sie nach hinten hin die Gleitfläche verlassen werden. Und dann ist auch mal schön, das Gefühl zu sehen, wo geht das Bremspedal hin. Und ich möchte auch da hinten ABS geregelte Räder sehen. Ja, das ist eine Zusatzaufgabe. Auf der Gleitfläche bremsen und auch wenn sie aufs Griffige kommen, so hart an der Bremse bleiben, dass das ABS weiter regelt. Oder nicht aufs Grüne fahren, das passiert nicht. Und nicht aufs Grüne fahren, das ist eigentlich schon alles. Nicht aufs Grüne. Wie schnell muss man sein, um aufs Grüne zu kommen? Ja, wir hatten es ja eben beinahe. Beim Audi, glaube ich, ne, oder? Ja, du schaffst das auf jeden Fall. Der Rainer, Nachnamen sind ja für mich immer Schall und Rauch. Der Rainer hat es gebraucht. Bremsen. Naja. Versuchen Sie aus der Stellung zu lenken. Das würde reichen. Ja. Erst wenn es zum Rauslenken reicht, das immer zum Reinlenken nicht. Ja. Versuchen Sie einfach Stockel vor drei Stellung, Hände sitzen da fest mit Kamera. Das ist jetzt mal der Slalom in Kürze. Ja?